möchte ich gerne Jordi Altimira ins Gespräch holen, der bei uns die Fächer Formlehre und Werkanalyse unterrichtet. Die Frage, die immer wieder gestellt wird, was muss ich eigentlich können, wenn ich Musiktheorie mache, wenn ich hier am Hohener Konservatorium studieren will, was muss ich dafür Voraussetzungen auch mitbringen, Jordi? Was kannst du dazu sagen? Ja, hallo. Also die Voraussetzungen sind die, wo man für die Aufnahmeprüfung braucht, halt zum Bestehen. Und das ist das, was man allgemein als allgemeine Musiklehre bezeichnet. Mhm. So, da gibt es natürlich, wie die Töne heißen, angefangen bis dann am besten natürlich alles, was mit Dreiklangstheorie, Tonarttheorie, Tonleitertheorie, Intervalltheorie betrifft. Mhm. Also hauptsächlich die sogenannte allgemeine Musiktheorie. Der Rest wird dann eigentlich von null angefangen, also Tonsatz und so Sachen. Dann heißt das im Prinzip, man sollte Noten lesen können, man sollte wissen, wie ist ein Akkord aufgebaut, man sollte das identifizieren können, was sozusagen auf einem Notenblatt steht. Und dann beschäftigen wir uns hier damit, wie man das Ganze miteinander verbindet oder wie man dazu geführt wird, dass man das selbst auch aufschreiben kann. Und das macht, ne? Ja, genau. Also Gehörbildung wird natürlich nur weitergeführt sozusagen. Jede Kenntnisse, die man hat bei der Aufnahmeprüfung, die kann man immer verbessern. Also auch noch ich könnte sie verbessern. Also da gibt es nie ein Ende. Und was Musiktheorie betrifft, natürlich, wie gesagt, diese allgemeine Musiktheorie wird im Prinzip schon vorausgesetzt. Und dann wird hauptsächlich das gemacht, was man Tonsatz nennt und eben Werkanalyse und Formenlehre oder Formenlehre und Werkanalyse in der Reihenfolge. Das sind dann die Fächer, die natürlich für die Interpreten und Lehrer vielleicht am wichtigsten sind, weil gerade wenn man versteht, wie Stücke komponiert sind, beziehungsweise auch wie ein Komponist, was er gedacht hat, als er diese Stücke komponiert hat, kann man sie natürlich besser interpretieren. Und auch zum Beispiel andere Sachen, wie zum Beispiel sie auswendig zu lernen, natürlich hilft auch, wenn man sie versteht. Und das sind schon Sachen, die ich immer sage, obwohl das als Musiktheorie bezeichnet wird, es ist eine sehr praktische Sache auf Musik oder sollte es sein. Mhm. An diese zwei Aspekte natürlich in seine musikalische Aufführungstätigkeit auch sehr gut halt mit einbeziehen. Also das eine, wie gesagt, das auswendig lernen von Stücke ist viel einfacher, wenn man sie versteht. Und auch wie man ein Stück interpretieren soll, also wo man absetzen muss, wie man bestimmte Phrasen phrasieren sollte und so Sachen kann man durch die Analyse des Stückes dann sehr gut halt Hilfestellungen bekommen. Mhm. Ja. Und noch dazu, das hat jetzt vielleicht weniger zu tun mit dem Interpretieren, aber dann auch, wenn man pädagogisch tätig ist, kann man das auch den Schülern auch viel besser natürlich auch vermitteln, beziehungsweise man kann auch selber, finde ich persönlich, sehr viel mehr aus einem Stück Genuss einfach bekommen, wenn man nicht nur merkt, ah, die Wendung da in Takt 60 ist sehr schön, sondern dass man weiß, warum das so schön ist, was er da der Komponist plötzlich macht, vielleicht etwas anders, als man erwartet. Und man kann das auch dann genießen, diese Denkprozess des Komponisten. Also der Unterschied zwischen einer Aufnahmeprüfung und einem Konzert ist einfach, dass mit einer Aufnahmeprüfung geht es um die Perspektive, was jemand mitbringt. Das heißt, es muss kein perfektes Programm sein, sondern es geht darum, dass wir als Dozenten eine Einschätzung bekommen können, was für ein Entwicklungspotenzial da ist. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu einem Konzert oder vielleicht sogar zu einer CD-Aufnahme. Es geht einfach darum, dass man Stücke vorbereitet und dass wir einen Eindruck bekommen, wie jemand mit Musik umgeht, wie gewissenhaft jemand ist, sage ich mal. Aber wenn dann zum Beispiel in der Aufnahmeprüfung ein Fehler passiert, das ist nicht das Problem, sondern es geht tatsächlich um den Eindruck,